So, willkommen zum Silvester-Special. Und ja, wie schon angekündigt, kommt Mario Party 4. Und ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Wir werden wieder ein paar Best-ofs habe ich zusammengeschnitten. Und ja, ein 1er-Counter wird es auch wieder geben. Bin schon gespannt, wie viele Einser ich in Mario Party 4 gewürfelt habe. Und würde ich sagen, los geht's. Wie gesagt, bis zum nächsten Part gucke ich mal, ob ich was ändern kann, aber ich glaube nicht. In der versteckten Box sind hier Gott sei Dank keine Sch oder gibt es ja noch versteckte Sterne? Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall sind sie hier nicht mehr so häufig wie in Mario Party 2, wo alle drei Runden gefühlten Stern auftauchen. Oder noch früher. Nur weil ich jetzt eine 3 gesagt habe, heißt das nicht, dass du eine 3 würfeln musst. Du musst nicht jedes Mal das würfeln, was ich irgendwo in dem Satz als Zahl erwähne. Soll ich deine Glücksfee sein? Warte mal, wie viel kostet das? Nee, das ist... braucht kein Glück. Ich habe nur Glück beim Zocken. Also, los, Blau! Oder ich habe noch so viel Lack, dass ich mir einfach die Richtung aussuchen kann und 20 Münzen geschenkt bekomme, dafür, dass ich nichts zahle. Gut, ich glaube, blau war der Stern. Okay, ich habe keine Ahnung, was es jetzt hat. Und da ist sie! Yes! Danke sehr! Endlich, die erste Eins! Wird mit einem Mini-Pilz, nein, mit einem Maxi-Pilz gefeiert. Eine 3? Und eine 5 wäre nicht schlecht. Oder eine 1? Ja. Ja, sicher. Kann mir nichts Schlimmes passieren hier. Huhuhu. Hol Huhuhu. dir die, hol dir die. Was? Das ist verzögert? Ja, natürlich, sonst wäre es ja viel zu einfach. Na. Ja. Ich spiele das Das zum ist ersten Mal. blöd. Das ist blöd gelaufen. Du hättest dir den Sieg holen können, das ist schon klar. Ja, das war ja zu einfach. Ist. Wenn das jetzt den Ausschlag gegeben hat, dass das verzögert ist, dann lache ich mich so kaputt. Also Black, ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, das wird nichts. Das kann nichts werden. Wie soll das denn noch werden? Die Computer müssten jetzt komplett failen und wir müssten durchkommen ohne einen Fehler. Ganz ehrlich, ich hätte das Spiel dreimal trainiert, bevor es gestartet hätte. Nee, ich gehe gleich auf volles Risiko. Nicht, dass ich in einem Training gewinne und mich aufrege. Schnell durch, bevor das Feuer wieder kommt. Das müsste der Sieg sein.
dürften wir eigentlich gewonnen haben. Das ist nicht dein Ernst, Blackie, oder? Jetzt nicht. Kannst du das gewinnen? Ich habe dieses Spiel noch nie gewonnen. Ich auch nicht. Ey, Bowser, bitte nicht. Jürgen! Boah. Sieg! Das gibt's nicht. Das ist das größte Comeback, was ich je gesehen habe. Ich gewinne jetzt wegen. Ich habe jetzt um 7 Münzen mehr als Yoshi, bekommt daher den Münzstern und gewinnt daher das komplette, die komplette Party. Um 7 Münzen. Die Party ist da. So, nachdem wir das gespeichert haben, würde ich sagen, das Minispiel gegen Shy Guy gibt es im nächsten Part. Je nachdem, ob das hier ein oder mehrere Parts werden. Ich auch! Ich kann jetzt keinen Part mehr aufnehmen. Nee. Die Einzelergebnisse. Es sind fucking 3 Münzen. 141, 138 die Minispielstern, Minispielmünzen. Um 3 Münzen habe ich den Minispielstern gewonnen. Und um 8 Münzen den Münzstern. Und um 1 den Ereignis. Und um 1 den Ereignisstern. Also wenn das nicht knapp war. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Yoshi nur 3 Münzen hinter mir ist. Beim Münzstern. Das war doch mal knapper als gedacht. Puh. Das war unfassbar, das Party. Ja. Und dafür möchte ich von euch 3 Daumen hoch sehen. Aber mindestens. Also denkt ihr an Daumen hoch für dieses Comeback. Das war abnormal. Ich würde sagen, das war's für dich. Ja, find doch gleich einen Hidden Star, bitte. Gott sei Dank nur 10 Münzen. Was mir jetzt natürlich recht wenig bringt, weil ich kann meine Sterne sowieso nicht leisten, von dem her müsste ich einfach mal meine Skill einsehen. Yes! Who's the best in the game? Find einen versteckten Stern. Okay, versteckte 20 Münzen nehme ich auch. Und der letztplatzierte darf natürlich... Crazy oder D-Lead platzierte. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich wieder nur Double. Es gibt ja nichts anderes, ne? Oh, mal ein neues Ereignis. Rote Felder werden zu Mirakelfelder und das von einem CPU. Das ist nicht schlecht. Ja, kann da jetzt sich in den letzten 5 Runden noch einiges verändern. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine 1 würfle. Ist das jetzt eigentlich mein Ernst oder... Alles Klärchen. Wir wollen natürlich das Mirakelfeld auch mal zeigen, deswegen habe ich gerade 1 gewürfelt. Ich meine, ich weiß, ich kann oftmals meine Würfel vorhersagen, aber es nervt trotzdem irgendwie. Ja. Yoshi, passiert was? Das ist gut. Das bin nicht ich, das ist gut. Kommt jetzt was passiert oder wem es passiert? Wem es passiert? Was passiert bitte Donkey? Nein! Wie hüpft denn das bitte zu mir? Wahrscheinlich! Wehe, ich mache jetzt irgendeinen Dreck. Er gibt mir 20 Münzen. Yes! 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 Boah, jetzt ist meine kleine Erholungspause. So, jetzt vielleicht kriege ich noch zur Belohnung eine Magic Lamp oder so. Ich schicke den Depp weg. Ich kaufe mir noch einen Depp weg. Natürlich.
falls noch irgendwer zum Buben kommt oder noch eine Kristallkugel kriegt oder so. So ein Depp weg ist immer ganz gut. Ich lande auf Deck. Was ist eigentlich los mit mir? Ich fahr von einem aufs nächste Mirakelfeld. Alles klar. Lande ich jetzt jede Runde auf dem Mirakelfeld oder was? Ich gönn mir einfach die ganzen roten Felder. Pass auf, jetzt mache ich noch einen Münztausch und verkack alles mit. Also, ich einen Münztausch mit irgendwem anderen. Okay, wir entscheiden das erstmal, wem es passiert. Yoshi. Sehr gut. Yoshi, passiert wieder was? Wem noch? Wahrscheinlich mir. Weißt du, die Kugel fliegt jetzt nicht irgendwie rüber oder so. Das ist abnormal. Ich check es einfach manchmal nicht. Münzen und Sternetausch. Ich hasse mein Leben, wisst ihr das? Schlimmeres kann dir nicht passieren. Gönn dir, Yoshi. Gönn dir einfach. Eine hohe Zahl. Nein! Kein Battle! Dich zum Geist. Ich will für eine 2, okay. Ich hab's riskiert. Und 69 Münzen. Sollten reichen. Für den Münzstern. Yoshi hat jetzt auch 2 Sterne, aber er kriegt den eigenen Stern nicht mehr. Damit gewinne ich wegen den Münzen. Scheiße, nein, ich pack's. Ich pack's einfach immer noch nicht. Ich pack's einfach nicht. Wie? Die Party war schon verloren. Die war schon weg. Die war schon nicht mehr schaffbar. Und die macht dann doch wieder das Unmögliche möglich. Er würde mir den Stern sogar noch vor die Nase stellen, aber bringt mir nichts mehr. Das bringt mich jetzt um. Das bringt mich jetzt um. Damit gewinnt Yoshi. Nein. Damit gewinnt Yoshi in der letzten Runde noch. Das ist jetzt das alle. Das entscheidet jetzt die komplette Party. Das entscheidet die komplette Party. Nein? Ich hasse mein Leben. Wenn ich durch das jetzt noch gewinne, dann ist das echt unverdient, oder? Wenn ich durch das jetzt noch gewinne. Mir oder mit Yoshi muss irgendwas passieren. Wenn das mit Yoshi passiert, muss er auf jeden Fall einen Stern verlieren. Er muss auf jeden Fall einen Stern verlieren. An wen ist eigentlich egal? Am besten natürlich noch an mich oder an Daisy oder an... Oh, okay. Doch irgendwie an mich. Der Ball springt da 10.000 Mal hin und her. Es muss jetzt entweder Sterne und Münzentausch oder nur Sternentausch. Münzentausch allein reicht mir nicht. Es ist nicht normal. Es ist nicht normal. Die letzte Runde, der letzte Zug, die letzte Person und ich gewinne das noch. Nein! Nein!
Wie? Nee, nee, ich bin fertig. Tiger! Wie? Wie viel fucking Glück muss man bitte haben? Alter. Alter, nee, nee. Das ist jetzt nicht passiert. Ja, komm, ja, perfekt, wieder mal eine 1. Hoppala, ich wollte nicht aufs Mikro hauen. Die Spiele. Das heißt, wir holen uns jetzt den Sch. Dein Ernst! Dein Ernst! Musste das jetzt sein? Musste das jetzt sein? Luigi Wario Luigi. Ja, ja. Könnt ihr die 5 Münzen? Och komm, nicht drehen. Das kann ich auf meinem. Ja, das tut wohl nicht. Ja, wie weit muss ich drehen? Könnte dann. Yes! Ist das der zweite Platz, ist das, oder? Oder der dritte? Der zweite Platz, 30 Münzen! Alles klärchen! Hat keinen Bock auf rote Geister. Nicht Domino Disaster. Nein! Das hatte ich das letzte Mal nur gewonnen, weil es in Slow Motion lief. Ich will mir nicht wieder den Arm austriggern. Meine Rekord von 88 schlage ich niemals. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr in die Nähe kommen. Jetzt werdet ihr mal sehen, wie das abläuft, wenn es in richtiger Geschwindigkeit läuft. Ich drücke auf die falsche Taste! Ich habe auf die falsche Taste in der letzten Sekunde! Das sind glaube ich 50 oder 60, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe in der letzten Sekunde einfach auf die falsche Taste. Juckt mich nicht. Ich gewinne um fucking einen Stein! What the fuck? Und das, obwohl ich in der letzten Sekunde auf Y gehämmert habe und nicht mehr war. Der nächste Stern ist hier hinten und das ist sehr gut. Weil da kommt keine Sau mehr hin. Ist zu weit weg für... okay. Eins. Ja, kann man machen. Ich kann gar nicht so schnell flüchten. Ich könnte nur mit der 2 sehr schnell flüchten, das will ich nicht unbedingt. Deshalb flüchte ich mit einer 1. Yes! 1 Minute 37 Sekunden später. Danke. Danke, Daisy. Daisy saved my life. Mich hat die 1 gerade gerettet, Digga. Mich hat die 1 gerade gerettet vor dem Megapilz. Außer. ja gut. Ich nehme erstmal das Ereignisfeld. Spring auf meinen Rücken. Zwei Einser hintereinander, also ich glaube die Einser-Skills kommen wieder. Hey Mario, willst du mit mir tauschen? Alles klar. So lange hat noch kein CPU gedreht. Und er dreht trotzdem auf mich, also er wollte es extra spannend machen. Und tauscht dann erst recht mit mir. Ein Glückslos und ich muss wieder drehen, Digga, ich muss wieder drehen. Das ist Hyperspeech. Aber letztes Mal kommst du Platz 2 raus, also. Ja, ich hab's gleich. Yes, schon wieder Platz 2! Yes!
Ist das, weil ich so langsam drehe, oder warum? Zweimal hinter, also zweimal am selben Tag rechts Würst kriegen. Nice, also das Spiel kann gerne öfters kommen. First blood, double yes. Kill, triple kill. Ich brauch nur noch ins Team. Wir sterben alle drei im ersten Schrei. Ja, ich muss wieder im Kreis laufen. Aber nur nicht zu schnell, nur nicht zu schnell. Also wir haben es nicht eilig. Und das Battle bitte nicht zu teuer, also maximal 10 Münzen, maximal 20. Ist das dein scheiß verfickter Ernst? Jetzt wo ich der Einzige bin, der sich das leisten kann, gibt es 50 Münzen? Alter, hast du sie noch alle? Okay, okay, ich habe nichts gesagt. Es gibt Linien nachfahren. Danke sehr. Ach nee, aber das ist sein erstes erst. Weil er ist ja dann mit dem Megapilz drüber. Ach ja, machen wir einmal Lotterie, wieso nicht? Das ist jetzt nicht mehr, aber mach mal so. Gib mir einfach das Trial Game und lass mich bitte weg. Ich krieg doch... Ich glaube, wenn man so dreht, kriegt man immer den zweiten Platz. Kann das sein? Ich habe einen Glitch gefunden, wie man immer den zweiten Platz kriegt. Easy win. Dreimal den zweiten Platz, also das kann doch kein Zufall sein. Versuche ich halt mein Glück in der Lottery. Ah, danke. Ich darf rumlösen. Alter, was ist heute los? What? What the? Ich reiß heute nur den zweiten Platz. Ihr müsst wissen, ich habe die letzten Parts auch heute aufgenommen. Viermal hintereinander den zweiten Platz. Also... Ja gut. Kann man das noch Glück nennen oder nennt man das schon Hex? What the fuck ist da los? Mare den Eigensteinkick habe ich verloren. Was auch auf jeden Fall der Fall ist. Ich würfle nochmal abschließend eine 1. Damit ich jetzt nochmal in die Lotterie gebe. Ich einfach um mein Glück jetzt nochmal auf die Probe zu stellen. Ich nehme jetzt einfach die hier. Nee, ich bin raus. Leute, ich bin raus. Ich bin raus, aber sowas von. What the fuck? Nein? Bin einfach raus. Kann ich als ersten Preis nicht einen Stern kriegen? Bitte. Was soll ich mit 100 Münzen? Was soll ich mit dem Geld? Ich kann doch nichts damit anfangen. Bitte lass da jetzt einen versteckten Stern drin sein. Yes! 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 What the fuck? Nein! Nein! Alter, nee. Ich glaube, Mario Party 3 ist das einzige Mario Party, was einen Rückwärtspilz hat. Und natürlich, ich würfel, es gibt 10 Felder, ich würfel das einzige. Ja. Hier auf jeden Fall so gedacht, ja, mit einer 3, Item Shop brauche ich jetzt noch nicht. So,
Nehmen wir gerade. Ich weiß nicht, ob ich es im Let's Play schon mal verloren habe. Während dem Nachspielen habe ich es auf jeden Fall nicht verloren. Und das wollte ich hier natürlich auch beibehalten. Denn ja, ich meine, eine Siegesserie sollte man natürlich auch recht halten. Hier, da, wie wir schon zwei. Einmal gedacht, da, schon wieder, Lüthi hatte da dreimal extremstes Glück mit den Schneebällen, aber da war es dann doch vorbei. So, jetzt habe ich mir gedacht, 40 Münzen müssten noch reichen, nicht für Waluigi, nein. Waluigi braucht mehr Münzen, 40 Münzen sind zu wenig für ihn. Und ja, wie schon gedacht, ich würfel natürlich eine 1, 64 Münzen sind zu wenig. Ich brauche natürlich 67 Münzen, oder? Ja, mit diesem Puzzle was ganz Witziges am Start. Und zwar, wie ich sehen, hier, dachte ich zuerst, gehört dahin, aber es geht dorthin, da. Erste richtig. Das zweite richtig, auch wenn ich hier nochmal gedreht habe. Das dritte richtig. Das vierte richtig hintereinander. Das fünfte richtig hintereinander. Und das sechste hintereinander richtig. Sechs richtige dann, nur das letzte. Eine Runde auch noch. Weil ich einfach nicht gewöhnt bin, dass es so flüssig läuft und so schnell vorangeht. Normalerweise bei dem alten PC, ja, gab es ja immer Frame-Einbrüche und da haben die Runden manchmal ein bisschen länger gedauert und manchmal die Minispiele länger und hier. Das Game belohnt mich einfach dafür. Dass ich es nicht geschafft habe, innerhalb von 5 Runden eine 9 zu würfeln. Dafür belohnt mich das Spiel. Ich finde das so genial. Wenn ich eine 1 gewürfelt habe, kriege ich jetzt einen Stärker. Und jetzt würfle ich nur 10. Ich würfle in der Runde mehr als in den vorherigen 4 Runden gemeinsam. Und jetzt natürlich die Länge mit AB abwechselnd, wo man halt ziemlich springen kann, aber... Ja, nicht wenn man natürlich so wenig Luft hat und man sieht schon, ich bin da ein bisschen weit hinten und sieht sich wahrscheinlich nicht mehr für den Sieg ausgehen, dachte ich so bei der roten Linie, jetzt nochmal Vollsprint, volles Risiko und ich kam eine Millisekunde vor Peach an und hab trotzdem einen neuen Rekord und irgendwie das Minispiel noch gewonnen. Bowser ist hier, also zu Bowser kommt auf jeden Fall mal keiner. Außer ich, weil ich würfel eine 1 und fahr aufs Bowserfeld. Ist klar. Danke dafür. Kommt jetzt Bowser her oder kriege ich vom Mini-Bowser eine Bestrafung? Ja. Alle 20 Münzen? Peach hätte überhaupt keins gefunden. Also ich weiß, wo zweimal Pommes ist. Natürlich ist Pommes nicht gefragt. Ich hatte keine Ahnung, was Super und Hamburger sind. Ich habe beides gefunden. Das ist geil. Du erhältst einen. Ich habe nichts. Die Geisterkugel bringt auch nichts. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. So, das war's mit dem Mario Party 4 Best of. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich hatte auf jeden Fall ziemlich viel Spaß und ja, ziemlich viel Aufwand beim Zusammenschneiden. Aber ja, ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Ja, damit würde ich sagen, bis nächstes Jahr, noch einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja, wir sehen uns. Bis dann und auf Wiedersehen.